Viele Kommentare auf meinem letzten Video meinen, ich wäre dabei so ernst gewesen. Und deswegen habe ich mir heute ein Thema herausgesucht, bei dem man relativ locker rangehen kann. Und zwar geht es um den Kohleausstieg. Viele meinen, dass man noch bis nach dem Jahr 2038 in Deutschland Kohlekraftwerke laufen lassen müsste und sogar damit noch Geld verdienen kann. Doch bei den Energiekonzernen ist da mittlerweile die Luft raus. Viele wären froh, wenn sie ihre Kohlekraftwerke los wären. Und warum das so ist, das schauen wir uns heute in diesem Video an. Ja, die Kohle ist zu Recht der umstrittenste Energieträger in Deutschland. Wenn man sich Google Earth einmal anschaut oder Google Maps und auf Deutschland von oben drauf guckt, dann gibt es schöne braune Flecken. Das ist die Braunkohle, der Tagebau, der dort seine Spuren hinterlassen hat. Über 100.000 Menschen mussten in Deutschland bereits ihre Heimat aufgeben, damit an ihrer Stelle, wo sie vorher gewohnt haben, Kohle abgebaggert werden kann. Die Kohle hat auch noch ein anderes Problem, ein Klimaproblem. Es ist der schmutzigste Energieträger, was auch die CO2-Emissionen anbelangt. Im Vergleich zu Erdgas entsteht bei der Herstellung von Kohlestrom etwa doppelt so viel CO2. Das liegt einfach an der Zusammensetzung der Kohle. Es ist einfach mehr Kohlenstoff enthalten, was bei der Verbrennung frei wird. Rund 800 Megatonnen an CO2 verursachen wir in Deutschland pro Jahr. Das ist viel zu viel und da müssen wir in den nächsten 15 bis 20 Jahren auf null runter, wenn wir die Klimaschutzversprechungen einhalten wollen. Rund 19% des CO2 stammt aus Kohlekraftwerken, 9 aus Steinkohlekraftwerken. In der Summe wären es dann 28%. Schon relativ viel. Der Rest kommt aus Erdgaskraftwerken, der Industrie, dem Verkehr, Haushalten und anderen. Wegen der enormen Probleme für das Klima müsste mit der Kohleverstromung in Deutschland schnellstmöglich Schluss sein. Spätestens 2030 müssen wir aus der Kohleverstromung in Deutschland raus, wenn wir irgendwelche Klimaschutzziele einhalten wollen. Das heißt, das Jahr 2038, was die Regierung und die Kohlekommission hier vorgeschlagen hat, ist absurd und wird zu Recht von der jungen Generation hier kritisiert. Doch wir haben in den letzten Jahren einen regelrechten Kohleboom erlebt. Das heißt, die Kohlekraftwerke haben enorm viel Strom auf den Markt gedrückt. Das liegt vor allen Dingen daran, dass der Strom billig geworden ist. Wir wissen gar nicht, wohin mit in Deutschland, exportieren diesen Kohlestrom sogar in großen Mengen ins Ausland. Doch was ist passiert in diesem Jahr? Wenn wir uns da die Situation anschauen, dann schreiben viele Kohlekraftwerke inzwischen rote Zahlen und sind wirtschaftlich gar nicht mehr konkurrenzfähig. Ja, da fragt sich der Laie, hey, was ist denn da passiert? Das Ganze hat verschiedene Ursachen. Im Jahr 2018, 2019 ist der Energieverbrauch in Deutschland runtergegangen. Wir hatten mildes Wetter, wir hatten strukturelle Veränderungen, wir hatten eine Konjunkturdelle, die sorgt dafür, dass wir weniger Energie nachfragen. Auf der anderen Seite verdrängt Erdgas immer mehr die Kohle. Das heißt, wir haben hier einen Shift von der Kohle zu Gaskraftwerken. Warum das so ist, schauen wir uns auch gleich nochmal an. Und wir haben eine deutliche Steigerung der Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien. Das liegt nicht daran, dass die Bundesregierung sich irgendwie Mühe gegeben hätte, das zu steigern. Im Gegenteil, der Zubau an Windkraftanlagen ist in Deutschland regelrecht eingebrochen. Es liegt am Wetter. Wir hatten sehr windiges Wetter und deswegen steuern wir hier im Jahr 2019 auf eine Rekorderzeugung an Strom aus erneuerbaren Energien, vornehmlich Windstrom, zu. Wie radikal diese Veränderungen sind, schauen wir uns einfach mal an einer Woche der Stromproduktion in Deutschland an. Wir nehmen uns dazu die Kalenderwoche 29 aus dem Jahr 2018. Die Daten hier stammen von Energy Charts. Das kennt ihr aus einer der letzten Folgen von meinem Kanal. Wir haben hier ganz unten die Wasserkraft und die Biomasse in Blau und Grün dargestellt. Das Rote ist die Kernenergie. Danach kommt die Braunkohle, die Steinkohle in Schwarz, Erdgas Orange. Wir haben die Windenergie und die Photovoltaik ganz oben. Und wir sehen die Buckel tagsüber, die Täler nachts, ganz rechts am Samstag und Sonntag, also am Wochenende, wird in Deutschland auch wieder weniger Strom verbraucht. Und nun fokussieren wir uns einfach mal auf die fossilen Energieträger, also die Braunkohle, die Steinkohle und das Erdgas. Und wenn wir uns nun vom Jahr 2018 in die gleiche Woche 2019 bewegen, dann sehen wir, wie radikal die Veränderungen im Strommarkt sind. Das heißt, die Braunkohle ist hier durchaus schon unter Druck, die Steinkohle deutlich zurückgefahren, das Ganze ersetzt durch Erdgas und auch mehr Wind. Und das sind diese Veränderungen, die sich hier mittlerweile im Markt abzeichnen. Zu viel Wind im Netz? Ja, Pech gehabt, liebe Kohle.
Aber warum verdrängt das Gas immer mehr die Kohle? Das ist hier die Frage und das liegt an den Kosten. Das heißt, alleine von Januar bis August 2019 sind die Importpreise für Erdgas um über 10% gefallen, obwohl der Verbrauch an Erdgas deutlich zugelegt hat. Das liegt daran, dass Trump und Putin um die Gasabnehmer buhlen und so etwas ist natürlich immer nicht gut für die Preise. Die gehen dann nach unten und daran wird sich auch in absehbarer Zeit nicht allzu viel ändern. Auch international steht die Kohle ziemlich unter Druck. Es wird immer behauptet, naja, ist doch vollkommen wurscht, ob wir aus der Kohle aussteigen. Wenn in Indien und China der Kohleverbrauch permanent durch die Decke geht, weil dort Tausende von neuen Kohlekraftwerken gebaut werden. Nein, das ist ja gar nicht mehr der Fall. Seit 2012 stagniert der Kohleverbrauch auf hohem Niveau. Wir müssen natürlich daran arbeiten, dass es international runtergeht. Das ist klar, aber sich beim Kohleausstieg hinter Indien und China zu verstecken, das ist doch ziemlich Banane. Auch Kohlekonzerne wie RWE haben inzwischen die Situation erkannt. Noch vor einigen Jahren hauten sie Sprüche raus wie Braunkohle ist das deutsche Erdöl oder ja, die Förderung von Solarenergie in Deutschland ist so sinnvoll wie Ananas züchten in Alaska. Ja, das war RWE noch vor einigen Jahren. Inzwischen hat sich RWE komplett neu erfunden und möchte in Deutschland sogar bis zum Jahr 2040, ist noch lange hin, aber immerhin klimaneutral werden. Vor einigen Jahren galt das noch als komplett unmöglich. Wie will das RWE erreichen? Zum einen möchte man einen Switch durchführen, wie er schon stattfindet, von Kohle auf Gas. Wie man dann langfristig die Gaskraftwerke klimaneutral machen will, ist noch so ein bisschen offen. Wahrscheinlich fällt dann grünes Gas da irgendwo vom Himmel. Und man möchte auch sehr stark auf den Ausbau erneuerbarer Energien setzen. Und ist dann, hey, alles super, können wir uns entspannt zurücklehnen und den Kohleausstieg genießen? Naja, RWE möchte in erneuerbare Energien vor allen Dingen im Ausland investieren. In Deutschland wird da gar nicht so viel laufen. Und ohne einen starken Ausbau erneuerbarer Energien in Deutschland und den gleichzeitigen Kernenergieausstieg wird am Ende dann doch wieder die Kohle gebraucht. Das heißt, wir haben das Problem der Windkrise hier in Deutschland, die dann den schnellen Kohleausstieg am Ende doch wieder verhindern wird. Politik und Energiekonzerne arbeiten in der Tat daran, die Kohlekraftwerke noch zum größten Teil bis zum Jahr 2038 laufen zu lassen. Und dann möchte man die Kohlekraftwerke versilbern oder besser vergolden. Man redet schon über Entschädigungszahlungen und RWE hat hier Summen ins Spiel gebracht, die dann größer sind als der Börsenwert des Konzerns und das für Kohlekraftwerke, die immer mehr unrentabel werden. Ohne den massiven Ausbau der Solarenergie, der Windenergie und der Speichertechnologien sitzen die Energiekonzerne am Ende doch am längeren Hebel. Dazu brauchen wir nur einen Blick in die Vergangenheit werfen. In den letzten Jahren haben wir bereits viele Millionen Euro dafür ausgegeben, dass nicht mehr benötigte Kraftwerke einfach nur so da rumstanden und für einen eventuellen Notfall zur Verfügung stehen. Und das könnte uns auch in den nächsten Jahren wieder blühen. Eine kluge Regierung, die ihrem Volk unnötige Kosten ersparen möchte, würde sehr schnell die richtigen Rahmenbedingungen für den massiven Ausbau der Solar-, der Windenergie, der erneuerbaren Energien, der Speichertechnologien und der Gaskraftwerke setzen. Doch das alles findet derzeit nicht wirklich statt. Und darum sollten wir uns nicht zu früh über die jetzige Situation der Kohle freuen und auf einen vorzeitigen Kohleausstieg hoffen. Das Ganze wird vermutlich nicht wirklich stattfinden, denn die Kohle ist in der Tat eine echte Zombie-Energie. Immer wenn man glaubt, es geht ihr schlecht oder es geht mit ihr zu Ende, kriecht sie hinter einem Baum wieder hervor. Ja, wollen wir eine kostengünstige und funktionierende Energiewende und einen Klimaschutz, der wirklich Klimaschutz ist, haben, ja dann dürfen wir uns doch nicht so gemütlich machen. Das heißt, dann ist es wichtig, dass wir unsere Regierung weiter mächtig Druck machen, dass es hier vorangeht. Wenn euch das Video gefallen hat, setzt ein Like, abonniert den Kanal, setzt die Glocke, damit ihr kein weiteres Video verpasst. Erzählt anderen von diesem Kanal. Dankeschön fürs Zuschauen. Tschüss, bis zum nächsten Mal.